Müssen wir den anderen auch noch mit einladen? Den würde ich gerne ausladen. Wenn es gut ginge. Ich fürchte, das wird nichts. Von meinem Haus aus konnte ich immer den Schnee sehen. Ganz hoch oben auf dem Berg. Manchmal lag auch Schnee auf unserem Haus. Mein Papa wollte, dass ich mit ihm nach draußen gehe. Wir spielten im Schnee. Da hatte er mich verfolgt. Das war ein Monster. Aber ich habe keine Angst. Es war nur ein Spiel. Ich weiß, dass mein Papa kein echtes Monster war. Aber wenn er mit den Armen gefuchtelt und mit dieser komischen Stimme geredet hat, bin ich immer weggerannt. Er hat mich gejagt. Aber er konnte mich nicht einholen. Wenn ich stehen geblieben bin, wurde er wieder mein Papa und hat gelacht. Manchmal vermisse ich den Schnee. Gut, wenn du unbedingt willst, Stanley, dann laden wir hier noch den. Wo ist er überhaupt? Den Stier ein. Was? Nein, danke. Mal sehen, ob wir Zeit haben. Also von mir aus wurde ich nicht eingeladen. Riesenhund, ich habe eine tolle Idee. Du hast ja ein paar Freiwillige gefunden. Jetzt brauchen wir noch einen Ort für die Vorstellung. Ich dachte an diese große Stadt Oxbury. All die Nichte, all die Gebäude. Es wird super. Sind wir nicht schon da? Die Quests werden auch langsam weniger. Den Emberton Park. Das Oxbury. Ah, wir wollten erstmal die Rinderlizenz besorgen. Danach gehen wir nach Oxbury. So. Wir schwingen die Schere. Ich glaube, die Mühle ist kaputt. Da ist noch nichts drin. Jetzt wird man uns hier holen.
Irgendwo muss doch hier der Verkäufer seinen Stand haben. Kämpft Lüger. Okay. Und Sidequest abgeschlossen. Du wuchst ja richtig ab. Ich hab's dir gesagt. Und ich hab's denen gesagt. Das ist dasselbe Lied. Danke, dass du den Streik geschlichtet hast. Sonst wären wir uns dieselben sogenannten Musikliebhaber in Ruhe lassen. Jawohl. Wo ist gegen sie uns? Hier bist du drin. Nehmen wir erstmal zwei. Da können wir hier vielleicht was verkaufen. Wenn wir schon mal hier sind. Nee, die werden wir nicht verkaufen. Die Zeichnung von Summer. Das können wir wahrscheinlich nur an den fahrenden Händler. Das Zeug, den Schmuck und so weiter. Ja, was wir wollen, auf nach Augsburg. Schmiede haben wir schon. Nee, das wollten wir bauen. Tja, wo kann man das gebrauchen? Machen wir hier so ein Dick raus, weil das keinen Sinn macht, da hüpfen zu können. Da bauen wir uns die Flugklinge dazu, aber was soll's. Ein Kuhstall. Oh, und eine Kuh steht schon drin. Das ist interessant. Kann ich merken? Im Kuhmilch. Cool. Das können wir Müsli machen. Und Kakao für den Kleinen herstellen. Und wir können Joghurt machen.
schön geklettert. Oh, komm schon, ich bin so hungrig. Ich könnte ein Pferd essen. Nein, zwei Pferde. Mit Ketchup und Limo. Du musst dein Pferd kochen. Würde es in den Ofen passen. Kommt sofort. Ich tauche mal noch mal kurz. Silbererz. Aber in meinem Zimmer. Das habe ich in meinem Zimmer gefunden und mir gedacht, dass du vielleicht gebrauchen könntest. Ja. Ich mag kein Gemüse, das schmeckt so widerlich. Stimmt, das ist Sauerkraut. Haben wir hier was Leckeres für dich? Pommes. Pommes sind wirklich mein Lieblingsessen. Die sind sehr schwer zu kochen. Naja. Nur die besten Küche können sie zubereiten. Du bist auf jeden Fall die beste Köchin auf diesem Schiff. Oh. Umarmung. Ich habe ein bisschen Angst, dass der uns, dass der gleich abholt. Nach dem Schauspiel. Arthur ist auch nach dem Abendessen abgehauen. Die besten Leute gehen viel zu plötzlich. Die Glimps brauchen wir für Schiffsverbesserungen und die Mittenspieler fürs Bauen. Und für die Quest brauchen wir irgendwo mehr Geld. Sind wir gleich da. Ja, sind wir tatsächlich. Tatsächlich gleich da. Das ist die Milch gleich fertig. Ja, der Milch war zu. Joghurt. Können wir Käse draus machen? Schauspiel in einem Akt. Hey, ich bin so aufgeregt. Das wird der Knüller. Bist du bereit, dir mein Theaterstück anzusehen? Bereit machen.
Es gibt ein Mädchen mit dem großen Hut. Sie ist groß. Sie läuft überall herum. Sie macht alles. Juhu. Jetzt gibt es da dieses große Tor. Es ist riesig. Es ist glänzend. Wo ist es überhaupt? Das Mädchen weiß es. Denn wenn ihr bereit seid, bringt sie euch dorthin. Dann geht ihr mit ihr. Es ist eine lange Reise. Alle sind traurig. Dann, boom. Fasziniert. Ein Lichter und ein lautes Grollen. Explosion. Wind. Staub. Nur ein Rauch. Eine Sekunde lang ist alles ganz still. Dann werden wir unseren Freunde nie wiedersehen. Dann beginnt der richtige Schmerz. Das Ende. Danke, dass ihr gekommen seid. Alle sterben. Das Ende. Fürchte daraufhin läuft dieses Spiel auch hinaus. Ach, bitte nicht. Kleine junge Stanley. Jetzt habe ich für dich gezeichnet. Eine Zeichnung von Alice. Ui. Aber woher kennt der Alice? Der ist dann gestern gekommen, wo die alle schon. Jetzt die alle schon weg waren. Käse. Stanley wollte was von uns. Das ist nur mal Armut. Und auch später. Für dich gibt's dann was zu essen. Er ist nicht in seiner Villa. Joghurt machen. Machst du Käse? Natürlich nicht. Das war fantastisch, oder? Sicher hat es allen gefallen. Stella, bitte frage die anderen. Aber warte, warte, warte. Frag sie nicht direkt. Sei nicht zu offensichtlich. Und mach das ganz cool, ich Riesenhut. Die Rezensionen sind da, oh Gott. Frag bitte nicht den Stier. Das hat mich an meine Schulzeit erinnert. An diese frühen, naiven Experimente meines. Mit der Form des Theaters. Welch edle, lebhafte Kunstform. Aha. Darstellende Künste und Schauspielerei sind nicht meine Stärke, aber ich billige definitiv die Idee dahinter. Technisch betrachtet war der kleine Kerl natürlich fürchterlich. Aber er hat das Herz am rechten Fleck. Das muss man ihm lassen. Das sagt ihm mal lieber nicht. Weißt du, es ist kein professionelles Theaterstück. Aber hey, ganz übel ist es nicht. Wir fanden es schon in Ordnung. Er hatte aber nicht genug fesselnde Action. Mensch, stimmt am Schluss jemand. Das ist nicht schlecht.
Wirklich, wirklich. Es hat allen gefallen. Ganz hier. Bist du dir sicher, Riesenhund? Ich weiß nicht. Ich bin nicht ganz überzeugt. Ich kann es von deinem Gesicht ablesen. Sie haben dir gesagt, dass es ihnen gefallen hat, aber es war nicht gut. Es war schrecklich. Ich habe es nicht richtig gemacht. Auch nicht weinen. Ich weiß auch, wenn du es versucht, es mir vorzuverstecken. Ich kann einfach nichts richtig machen. Wir werden nie wieder ein Theaterstück aufführen. Ich hasse es. Ach Mensch. Man soll sich nicht die Rezension immer zu Herzen nicht jede Rezension zu Herzen nehmen. Ach Kleiner, das ist doch. War super. Mir hat's gefallen. So viel Schlechtes höre ich nicht gerne. Warum nicht? Warum waren die Leute so fies? Ich fand's großartig. Ey. Spitzenklasse. Super Theaterstück. Hollywood Drive. Broadway. Spawnhaus. Wie steht's denn damit? Aus durchsichtigen Glasplatte. Weiß ich immer noch nicht, wie wir das machen sollen. Seidenstoff. Seidenstoff. Ich habe keine Ahnung, wo wir Seidenstoff herbekommen. Wird vielleicht. Das wird wahrscheinlich noch brauchen. Glas könnten wir einschmelzen. Jetzt was schmieden. Durchsichtige Glasplatte. Kalkpulver und Quarzpulver. Wie kriegen wir Kalk her? Kalkstein. Mehr. Okay, wir brauchen nur einen Quarzpulver. Mhm. Sind wir bestimmt unterwegs, um eine Kiste. Wollen wir mal losfahren. Quarz ist bestimmt überall. Und kann man es hier überall irgendwo kaufen.
Wie gehst du in dem kleinen Fratz? Wo steckt denn der? Da werden die Quests immer weniger. Ich würde aber erstmal das Bauen, das Haus versuchen zu bauen. Durch die Glasplatte könnte man kriegen. Es geht schnell. Seidenstoff. Ich habe keine Ahnung, wo wir Seidenstoff herkriegen. Was ist los? Käse und am Armut. Das muss doch mal sein. Alte Müllsammlung. Quarz ist da jetzt keine dabei. Bestimmt irgendwo Quarz. Wir haben Quarzdrachen. Da drüben irgendwo. Hin zu ihm. Ich verstehe das nicht. Wollten gefallen normalerweise meine Theaterstücke. Ich spiele sie gerne vor. Jetzt ist mir aber nicht mehr wirklich danach. So, wie finden wir, wie kriegen wir Seide? Das wäre nochmal prickelnd, wenn wir das jetzt hinkriegen würden. Seidenstoff. Maulbeersamen, okay. Irgendwie das mit Maulbeersamen zusammen. Das ist gerade richtig Google. Oxbury gekauft werden, das. Murinensamen bei mir hinbar. Bitte gerade eigentlich nicht. Und auch Story soll man da was gucken können. Murinenbeere, vielleicht haben wir da schon was. Was hat das mit Maulbeer zu tun? Wir müssen Maulbeeren züchten. Aha.
können wir hier wahrscheinlich nicht in den Garten, sondern im Obstgarten. Tun wir gleich mal probieren. Ja, da brauchen wir noch einen Obstgarten, so einen Obstgarten züchten.